So, da habe ich die 10 Punkte für die USB, Offensive Support Base. Ansonsten baut der Japaner nichts weiter. Und der Amerikaner, der kann auch nichts bauen, nichts Vernünftiges. Der muss halt dann in der nächsten Runde seine USB bauen, um dann da entsprechend in Australien ein bisschen nach vorne zu kommen. Weil das ANSEC hier, das hat ja nur eine Reichweite von 10. Und damit kommt es mal gerade bis Port Moresby, aber zum Beispiel noch nicht mal bis nach Rabaul. Das heißt, Rabaul ist im Moment auch nicht im Command Link. Und dafür muss man halt eine USB bauen. Und auch damit man hier diese Lücke in der Arafura-See irgendwie überbrückt und oben das Abda-Kommando so ein bisschen entlastet, falls das irgendwann mal das Zeitliche segnet. Auch dafür muss man dann halt entsprechend hier Sorgen tragen, dass diese Sachen hier, ja, dass man hier über USBs entsprechend dorthin kommt. Gut, ja, das war es jetzt. Mal gucken, ob ich die Videos zusammengeschnitten bekomme. Die brechen ja dummerweise immer mal wieder ab. Das ist ein Problem, was ich noch irgendwie beheben müsste. Aber ja, ich hoffe, es tut dem Spaß keinen Abbruch. Wie gesagt, ich muss nur noch die Placement Points für die Armeen verteilen. Ja, das kann ich vielleicht gerade auch noch mal hier machen. Und zwar kann man die ja nur einsetzen, wo kein Feind Einwirkung ist. Das heißt, hier in dem Zweier, das ist hier, da gebe ich mal einen aus. So, 7, eine. Das ist in Rangoon die Einheit. 1, dann der Vierer hier. Der 4 liegt, das ist der südlich davon. Der hat dann 6, die 26. Indische. Tja, hast du Burma, kriegt der auch eins. Ja. So, dann das 3. Und die 14. Indische, die kann auch. Genau, die kriegt dann. Ja. Ah ja, und dann sehe ich auch noch was, was ich übersehen habe, nämlich der Nachschub der Inder, ach Quatsch, der in Burma und auch der ganze Nachschub für China läuft ja alles über diesen Knotenpunkt hier in den Bergen über Lashio. Lashio, genau, da gibt es eine USB. Die sorgt dafür, dass dieses und daher sorgt dafür, dass die in Supply ist und damit kriegt man den Rest hier in Supply gehalten. Aber diese hier tatsächlich bekommt ihren Supply aus Rangoon, nämlich von Siak aus wäre das 2, 4, 6, 8, 10, 12. Die kommen nur bis hierhin zu dem Feld und nicht bis darüber. So, und damit das hier so ein bisschen, weil das ja auch ein bisschen knifflig und gefährlich ist da mit Rangoon, da kann ja durchaus noch was passieren, baut der SEAC nehme ich hier auch eine USB mit dem Engineer, der hier in Kohima steht. Und damit ist das denn hier safe. Und dafür werden jetzt nochmal 10 Punkte beim SEAC abgezogen. Der hatte 16, geht auf 6. So, genau, ich wusste doch, dass ich noch irgendwas mit dem bauen wollte. Also, deswegen gut, dass ich meine Würfelchen hier alle habe. Hier habe ich nämlich noch was, das Malaya-Hauptquartier. Das wollte ich tatsächlich rausnehmen, damit ich das späterhin wieder einsetzen kann. Irgendwo in Timor oder sowas in der Gegend. Und das nimmt man dann raus und setzt, glaube ich, auf den Turn Racket Track. Aber ich setze es mal hier hin einfach. Und das kann man dann später wieder kaufen und wieder neu einsetzen. Wenn das vernichtet werden würde, dann ist es ganz raus.
kann auch nicht mehr aufgebaut werden, aber so kann man es einfach rausnehmen. Genau. Das Manila-Hauptquartier, das Hauptquartier Southwest Pacific in Manila, kann ich nämlich nicht rausnehmen, weil das nämlich ja abgeschnitten ist. Das ist nicht gelinkt. So, das kann man dann nicht rausnehmen. Sonst hätte ich das rausgenommen. Ja, jetzt hätte ich da auch keinen Schwachsinn. Ich glaube nicht. Ja, nee, das war Quatsch. Also das kann man auch rausnehmen. Vielleicht ist das auch sinniger, das rauszunehmen. Weil, wie gesagt, da sind die Jungs eh schon broken. Da wird nicht mehr lange gekämpft werden, glaube ich mal. Ich nehme das mal raus. Ja, die Überlegung ist halt vielleicht dann da doch wieder den Jäger reinzusetzen, falls die Jungs aushalten, um dann in der nächsten Runde nicht wieder zu brechen. Bla 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 bla. Tja, gute Frage, nächste Frage. Ich nehme das raus, weil die jetzt gebrochen sind, die beiden Einheiten. Und lasse den Maler ja mal drin, in der Hoffnung, dass der dann doch noch überlebt. So, Maler war hier bei 20. Ja, so viel dazu. Das war also jetzt mal der, ja, die Month Ends Procedure. Jetzt kommt es noch Operation Player Determination und dann die Activation. Da muss ich mir überlegen. Achso, Operation Player Determination, das kann man schon mal machen. Und zwar gibt es hier so ein Solitär Guideline, Solitär Bidding Table. Und wir haben ja hier 176 zu 48 haben wir. Das ist also mindestens ein 3-mal. Also höchstens bei einer 8 oder bei einer 9 würde der Amerikaner, der nächste Operation Player sein. Das wäre natürlich jetzt fatal. Ja, die 7 rettet den Japaner, dass er Operation Player sein kann. Das war im Übrigen auch, also vielleicht wundert man sich ja auch, dass hier zum Beispiel die Fallschirmjäger hier unten gar nicht so gelandet sind in Sumatra. Das war halt eben auch das Problem, dass der Japaner immer nur den Disadvantage bekommen hat, obwohl er ja quasi plus 2 hat auf den Wurf, aber der Amerikaner hat immer so glücklich gewürfelt, dass der Japaner nie mit seinem Fallschirmjägern springen konnte, weil die können nur im Advantage Move können die springen. Und natürlich auch nur bei gutem Wetter, also wenn die Sonne scheint. Und das hatte sich nie ergeben. Tja. So, jetzt, genau, jetzt muss ich noch mal gucken, wie es weitergeht. Ja, vielen Dank, bis demnächst. Ciao, ciao.